Der EQS, die elektrische S-Klasse, aktuell der modernste Mercedes. 770 Kilometer Reichweite nach WLTP, 6,2 Sekunden auf 100, 210 km/h Spitze und gewaltig Platz. Aber das ist nicht das Einzige, er kann auch alleine fahren. Selbst der Chef kann hier die Verantwortung abgeben, und zwar an sein Auto. Auf dem riesigen Mercedes-Testgelände Immendingen übernimmt der fahrende Computer das Lenken und ein bisschen auch das Denken. Was wir jetzt hier haben, ist, sagen wir mal, so eine typische Stausituation. Eine Stau baut sich auf, einfach auf der Autobahn. Und in dem Zusammenhang, da will man dann autonom fahren. Ja, genau. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt auf diesen Knopf gedrückt. Also das, okay, ist, das ist im Lenkrad integriert. Mhm. Der hat mir gerade angezeigt, dass die autonome Funktion, hier ist, sagen wir mal, das Menü für Assistenzsystem, hat mir gerade gezeigt, ist bereit. Ja. Ich entscheide, drücke einmal hier auf den Knopf und jetzt bewegt man sich hier. Ja. Sie haben jetzt keinen Fuß auf dem Gaspedal? Nein, ich bin völlig, also zäh fließender Verkehr, und die Sensorik arbeitet ja hier mit Kamera, mit Radar, mit LIDAR. Und schaut, hier kommen Autos links und rechts. Vielleicht fahren die ein bisschen langsamer, vielleicht fahren die ein bisschen schneller. Ja. Und immer hat das Auto das Geschehen einfach im Blick. Und Herr Helinus, der Wagen hält jetzt automatisch an, ja, fährt auch automatisch wieder an, wenn der Verkehr weitergeht? Genau. Also hier hatten wir eine Situation, wo es gerade jetzt zum Stopp kam. In dem Fall hat das Auto kam zum Stillstand. Mhm. Jetzt merkt man, okay, das löst sich wieder ein bisschen auf und das Auto fängt an weiterzufahren. Und auch da muss ich jetzt nicht eingreifen. Ich kann eingreifen, wenn ich will. Also wenn ich jetzt auf die Bremse trete, dann schaltet das System alleine aus. Dann weiß ich, okay, der Fahrer will übernehmen. Hat jetzt. Oder ich könnte auch wieder auf diesen Knopf drücken. Aber sonst bin ich in dieser Situation jetzt mit dem Gesetz bis 60 km/h im Prinzip hier frei. Das Gesetz ist aktuell eigentlich auch das Limit. Die Autos können noch viel mehr. Entscheidend dabei, Mercedes möchte den Fahrer nicht bevormunden, sondern dort übernehmen, wo Fahren keinen Spaß macht oder aber der Fahrer die Zeit für etwas anderes benötigt. Man könnte jetzt sich die nächsten Einkaufssachen bestellen, man könnte irgendwas machen. Genau. Aber was macht man so? Vielleicht sitzt man in Stau und sagt, und vielleicht noch mal eine Funktion her. Sie sehen jetzt hier bei ganz niedriger Geschwindigkeit, dass er nach rechts geht. Das ist das, was jeder gute Fahrer machen sollte auf der Autobahn. Das heißt, wenn der Stau sich richtig bildet, dann heißt es ja als Vorgabe Rettungsgasse. Und dieses, wenn man selber fährt und man sieht, was machen so die meisten Fahrer? Gott sei Dank, die meisten wissen das und tun das auch sehr diszipliniert. Aber nicht jeder weiß es. Dieses Auto weiß es auch. Das wissende Auto der Zukunft. Nicht nur für EQS-Kunden. Das Level, was wir jetzt fahren, das wird in Deutschland erlaubt sein ab 22? Im Prinzip ab diesem Jahr. Aber das heißt auf bestimmten Strecken, ne? Ja, wir streben die Zertifizierung an jetzt im Herbst. Und würden dann vorsichtig die ersten Fahrzeuge kurz vor Jahresende ausliefern. Und jetzt sind wir hier am oberen Ende der Nahrungskette im EQS. Das ist jetzt kein Auto, was sich jeder so ohne weiteres leisten kann. Es wird aber in die weiteren Levels runtergehen. Also was jetzt passiert, wenn ich gucke, wie geht die Reise mit den Fahrassistenzsystemen weiter, was wird da passieren? Jetzt sind wir ja in diesem Grenzgebiet zwischen sehr anspruchsvollen Level 2 Systemen, die ja im Prinzip auch selbst fahren können, aber nicht die Redundanz und auch nicht die Software hat auf dem Level von diesem Auto. Da muss der Fahrer, die Fahrerin immer das Geschehen im Blick haben. Wir haben ja eine Kamera, beobachtet uns, beziehungsweise wir haben ein kapazitives Lenkrad, das heißt, die spürt, dass man die Hände auf dem Lenkrad hat. So diese Level 2 oder Level 2 Plus Systeme, die werden immer besser. Und die können immer mehr. Aber die volle Verantwortung liegt ja bei dem Fahrer. Ja. Aber da sehe ich über die Jahre eine immer bessere Funktionserweiterung. Das ist ja ein Sicherheitsfeature. Im Endeffekt reden wir ja hier über Sicherheit im Verkehr. Also es macht ja das Fahren sicherer mit der ganzen Sensorik und Redundanz. Beim Level 3
ist Deutschland jetzt das erste Land, was wirklich sehr konkret ein Gesetz geschrieben hat, bis zu 60 km/h. Und hier lernen wir ja mit der Technik und auch mit der Gesetzgebung gemeinsam, weil Sicherheit ist das Wichtigste. So bis zu 60 km/h auf der Autobahn in Deutschland wird man es fahren können. Mercedes will noch 2021 mit dem autonomen Fahren Level 3 starten. Die ersten, die in den Genuss kommen sollen, sind die S-Klasse-Kunden. Beim EQS soll die Einführung dann im nächsten Jahr folgen.